Ich seh's. Komm zu mir. Ich laufe. Nein. Ah! Ah, Pfeile. Dodgen. Entschuldigt, Leute, die Pfeile kommen von mir, weil ich die ganze Zeit. Nee, wir haben ja auch welche. Wow, da kommt ja. Von oben, von rechts. Nein, ich kann den nicht angreifen, der steht wieder alleine, so ein Idiot, Alter. Okay, jetzt hol ich mir dieses Scheißteil. So treffe ich, oder? Ja, treffe. Okay, wo seid ihr denn jetzt? Ach, da hinten seid ihr. Ich habe zwar keine Ahnung, wann es kaputt gehen wird, aber. Opalus. Hauptsache demnächst. Oppi, weg da. Ich glaube, es ist kaputt. Ja, ist kaputt. Voll unfair, ihr habt Combo bekommen. Ja, du musst auf die Slimes losgehen. Weil von denen sind immer ganz viele da. Da ist ein Schlüssel. Vendor-Coin. Ey, Schlüssel. Nein. Oh. Kannst du mal diesen Typen dort oben erledigen? Der nervt mich. Wo ist der denn? Hier oben. Ja. So. Der ist kann weg. Die Pfeile zwar aufhalten, allerdings nervt es trotzdem, wenn er die ganze Zeit auf mich drauf schießt. So. Warum sind hier keine Geheimgänge? Wir haben nur keine gibt es hier keine. Es müsste eigentlich welche geben in diesem Kapitel, allerdings. Aber nicht hier an dieser Stelle. Lauf, nicht laufen, sondern rennen. Alle sind woanders. Ich würde sagen, taktischen Rückzug und ein bisschen Spaß muss sein. Opulus nicht rein. Ich nehme das, ich erledige das schon hier. 2400. Also wir könnten echt einiges an Energie wieder kaufen, ne, jeder. Ich brauche vor allem mal Damage. Ja, ich will meine Combo verbessern. Weil als Paladin du mit der Combo wirklich sehr weit kommst. Gut, bevor wir jetzt da lang gehen, erst nach unten, Oppo. Ja, ich habe hier mit Absicht gepusht. Batman Connect. Calvaras 86. Wieso hast du das Spiel nicht auf privat? Weiß ich nicht, Entschuldigung. Ja. Ist egal. Was kannst du nur? Solange die uns nicht behindern, ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich wird er jetzt sterben und wir verrecken alle mit. Ja. Dann werde ich den mal ganz kurz kicken. Oh, da. Wobei, soll ich ihn kicken? Ja. Ja, komm. Optionen. Game. Down. Control. Okay, ich kann nichts mehr einstellen. Was? Game over. Statistiken. Devs, okay, ich würde sagen, ich bin nicht dran schuld, also bitte. Nee, Comanche. Okay, gut. Das war's dann mit diesem Mal und wir können auch gleich neu anfangen, oder? Ja, dann. Erstmal ohne geteilten. Na, das war doch schon in Ordnung, bloß ich habe gesagt, wir hätten halt gleich am Anfang wirklich darauf losgehen sollen, nochmal hier zurückzugehen und Tränke holen und so. Wolltest du aber nicht. Opulus war schuld. Ja, ist alles meins. Ja. Schuld. Definitiv. Gut. Einfach mir hinterher joinen. Wenn es geht. Geht. So, dann. Und ich könnte mal in Steam offline gehen. So. Der HP Pool. So, was nehme ich denn diesmal? Ich spiele diesmal Priester. Damit sowas nicht nochmal passieren kann. Ich glaube, ich nehme den Dieb. Zwei Nahkämpfer. Perfekt. Infinite Lives könnten wir ja auch machen. Einfach fürs. Das macht aber irgendwie Spannung weg. Ja. Double Damage, Double Lives. Ich glaube, Papierregen ist. Naja, das ist eigentlich cool. Ja, also das ist regeneriert. Ja. Oh. Wir könnten doppelte Leben machen. Habe ich mir auch gerade überlegt. Aber wird dann. Ah, dann die Score geht runter. Ja, also Endscore geht halt runter.
Mach noch no HP Pickups. Genau, dann. Und Double Lives, denke ich. Das war das, was wir eben gerade beim letzten Mal auch hatten. Fünfmalige Mana-Regeneration, das wäre toll. Nee, bringt mich gar nicht weiter. Das bringt mich gar nicht weiter, da könntest du dann eher Double Damage nehmen. Das würde dann schon mehr machen, mehr Sinn machen. Dann one-hitten wir alles. Ja. Wie wär's denn so? Nein. Oh, wieso die Pussy-Variante. Opulus spielt die Pussy-Variante. Da können wir es auch gleich so machen. Du hast Infinite Lives vergessen. Ja, so. Oh je. So machen wir es. Nein, stopp. So wollten wir es machen. 107 soll... Score ist gut. Ja. Na, ich probiere mich jetzt mal mit dem oder den Warlock. Ich weiß nicht. Warte, ich schau mal ganz kurz. Ranger, Warlock, Thief, Priest, Paladin. Ich bleib mal bei Paladin. Was konnte nochmal der Warlock denn? Bleib du beim Priester. Ja, ich denke, Priester ist gut. Oder wenn du Warlock nehmen möchtest, nehme ich auch den Priester, ist kein Ding. Nee, ich bin guter Priester. Ich auch darum. Vom Beruf Priester. So, gut. Gut, ja. Starten wir. Go. Auch nicht schon wieder von hier. Doch, leider schon. Diesmal überspringen wir nichts. Ja, gut. Wollte ich gerade sagen. Oh, oh mein Gott, was macht das? Heil mich, heil mich. Heal me, Senpai. Heal me, Senpai. Kann er denn heilen? Ja, er ist Paladin. Nee, warte, guck mal einfach mal, ob er heilen kann. Ja, have my heal. Oh, Tatsache, er kann heilen. Lass den Priester ja hinten. Nein, Angriff. Einfach alles weglasern. Oh, ich habe gar keinen Mana mehr. Also wir wissen ja jetzt ungefähr, wo die ganzen Sachen waren. Wir überspringen keinen Floor diesmal. Ja. Das ist böse. So, erstmal also oben leer räumen. Also gehen wir zuerst da runter. Dann ne, erstmal müssen wir oben leer räumen. Ja, oben ist aber dann das Ding, wo es zum Überspringen. Ja, man muss ja nicht reingehen. Oder? Man muss nicht. Siehste. Potion. Hier, das war hier. Ah ne, da nee, war das Potion. Nein. Das war der Potion. Ah, genau, da war's. Ich hab keine Angst, ich hab einen Priester. Das wird viel zu leicht mit dem Priester. Da war's. Hier war's. Okay. Und hier ist der Schlüssel, den wir brauchen. Yay, Schlüssel. Schalüssel, Schalüssel, Schalüssel. Heilt das hier eigentlich auch? Weiß ich nicht. Wir sind gerade nicht gedamaged. Ich wollte es gerade sagen. Warte, kein Problem, können wir schnell klären. Ah. Ja, heilt. Echt? Ich hab's nicht gesehen, warte. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Du bist gerade gestorben, hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Nee, halt nicht. Oder? Nein, das halt nicht. Nur das halt. Das halt, ja. Seht ihr? Das ist der Laserstrahl des... Todes. Nein, eigentlich nicht. Laser. Der Laserstrahl des Lebens. Laser. Also kurz gesagt, ich gehe alles auf Mana. Damit ich so viel heilen kann wie möglich. Meine Frage, es geht auch an meine Zuschauer. Es geht auch an meine Zuschauer. Im Grundsatz. Wollt ihr denn, wenn wir diesen Dungeon Crawler durchgespielt haben, mit mir dann eine Runde Gauntlet mal spielen? Ich meine, das ist ja auch ein Dungeon Crawler. Ich weiß nämlich nicht, ob es. Und das hier basiert ja auf Gauntlet, ne? Ob es darauf basiert, weiß ich nicht, aber das weiß ich. Inspiriert. Hast du nachgesehen? Man sieht es sehr deutlich. Vielleicht wurde es inspiriert. Das Geschenk. Sterb an meiner heiligen Heiligkeit. Ja. Du klingst wie der Papst. Nee, der Papst, der würde sagen, nicht töten. Nicht halte töten, die eine Backe hin und dann die andere. Scheiß drauf, ob ich vergiftet bin. Ich hab einen Priester. Ich hatte gerade irgend so ein komisches Schild sogar.
voll OP. So, warte, hier erst unten lang. Okay. Wir wollen hier alles mitnehmen. Nicht wieder trennen, Leute. Wir rushen jetzt hier durch, wir kennen das ja alles. Oh, Bombe. Nee, hier kennen wir es ja nicht. Ja, yeah, kennen wir. Aber oh, eine Vendor-Coin, hä? Hä? Wenn wir jetzt nicht hier unten lang, dann hätten wir wieder nachher gesucht. Stopp, ja. Schaut mal ganz kurz hier. Hier sind leuchtende Augen. Geh mal weg. Manchmal blinkt es. Habt ihr es gerade gesehen? Oh. Das heißt, man kann da einfach durch. Und die Strange Planks brauchen wir unbedingt. Wie cool. Die müssen wir alle finden, sonst schaffen wir es nicht. Aber Planken? Hä? Ja, die wirst du ganz am Ende, sollten wir jemals so weit kommen, sehen, wofür wir sie brauchen. Wenn wir es nicht schaffen, wäre es blöd. Hear me! Das Spiel ist nur dann komplett vollendbar, wenn man alle Planken gefunden hat. Nice. Hear me, Scotty, hear me. Achso, hier waren wir doch schon. Ja, hier oben müssen wir aber noch irgendwie lang. Ach, jetzt können wir da lang, kommt. Ach stimmt, ja. Stimmt, jetzt haben wir den Schlüssel. Den Schlüssel gefunden. Laser! Wollen wir mal in der Statistik gucken, wer wie oft gestorben ist? Bis jetzt noch niemand. Ah, hier liegen überall Planken rum. Geh auf Nummer sicher, dass du auch ja alle findest. Ich hab einen Bronze-Key gefunden. Lass den Priester in Ruhe. Wie, du hast keinen Mana mehr? Okay, lasst mich in Ruhe. Der Priester kann mich nicht heilen. Cool, was ist hier? Vendor Coins give you a price reduction at vendors. Das hast du jetzt erst entdeckt hier? Ach so, da steht er. Combo Healing. Oh. Combo. Increase Move Speed and Damage for a short while. Brauche ich eigentlich nicht. Combo Timer, Combo Healing. Ich werde eigentlich nicht so viele Leute töten. Makes it easier to chain combos by increase a combo timer from. Oh, ich bin jetzt am überlegen, nämlich Combo Nova. Ich könnte jetzt meine Combo schön aufpushen, ne? Sterbt am heiligen Laser. Ach, ich nehme Combo Healing. Ich vertraue dem Heiler nicht. Dich. Au, ich habe Schaden genommen. Ich habe Combo Healing benutzt. Ja, lieber Combo Healing, hä, als das andere, oder? Das war Sterben. Aber einfach nur aus persönlichen Gründen. Und persönlicher Abneigung gegenüber dem Heiler. Was ist hier? Erklärt dir nur alles. Warte. Doch, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Sicher? Ja, sieht so aus, ja. Kann man eigentlich die Karte irgendwie runterscrollen? Nee. Oh. Da musst du hier dann runterlaufen. Der am Almighty Laser. So, Flur 2, bei dem wir das letzte Mal gar nicht erst waren. Genau, deswegen wiederholen wir den ja jetzt, ne? Deswegen sind wir auch gestorben, damit halt dann die Leute das nochmal sehen, ne? Ja, genau, ja, das war der einzige Grund. Genau. Hey, du bist meinem Heilungslaser ausgewichen. Du heilst mich nicht. Ich vertrau dir nicht. Combo Heilung, yeah. Denk gar nicht erst dran, mich zu heilen. Du, so gut ist die Combo-Heilung noch nicht, ne? Möchte ich mal sagen. Also noch vertraue ich dann doch dem Heiler. Plus 2 pro Sekunde. Wow. Wir sterben gerade ein bisschen. Ja, ich auch. Achso, ich stelle mich mal hin, dass du mich heilst. Ja, erstmal Mana. Siehst du irgendwo Mana-Kristalle? Nö. Kannst du auch auf der Karte sehen, da sind keine. Oh. Vielleicht sollte ich meinen Mana nicht so an Gegnern verschwenden. Vielleicht auch nicht. So. Ich als Paladin werde später sogar so noch besser heilen können als du, stand zumindest im Wiki. Schön, dass einer rechts und einer links lang rennt. Weil ich bleib vom Heiler. Solange du dich selbst heilen kannst, ist ja alles in Ordnung. Nee, selber heilen kann er sich ja nicht. Ja, das ist blöd. Er kann ja nur andere heilen. Ich kann selber heilen, indem ich euch heile. Ja, okay. Hier unten wäre ein weiterer Weg gewesen. Oh, hier ist wieder so ein Badass-Bike-Viech. Kommt man da schon durch? Ja. Nee, ich glaube, dafür brauchst du einen goldenen Schlüssel.
So, wen hattest du gefunden? Was hattest du gefunden? Bleib, ich hab Michael Jackson gefunden. Pro. Echt? Er lebt? Ja. Genauso wie Elvis Presley. So. Die geben hier gerade ein Konzert. Nee, die Etage runter kann er nicht sein. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er hin? Nach oben. Links. Ich bin nach links vorhin gelaufen. Ihr seid nach rechts abgehauen. Ach da. Ich farme hier ordentlich fleißig und ihr. Ja, ihr macht mir gar nichts. Wir kraulen uns die Eier. Ja, klar. Okay, ja, okay, das glaube ich dir sogar. Gegenseitig, ne? Ja, ja. Nicht jeder sich selbst, das würde auch keinen Sinn machen. Yay, yeah, Silver Key. Schau mal, ob Silver du da durch Key. Kannst. Okay, kann man nicht. Immer schön auf die Wände achten, ne? Ja, Meister. Ja, ja. Da, Mana, 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 Mana. Wieso sammelt der Paladin das Mana ein, wenn der Heiler uns heilt? Ja, aber ich kann erst gegen Stufe 4, oder besser gesagt gegen... Ja, ist es. Gegen Kapitel 4 kann ich das erst kaufen. Ja, ja. Aber der Heiler sollte uns doch heilen, oder? Ja, der heilt uns ja auch, aber der... Ja, aber der hatte kein Mana und so was. Später. Ja, ja, aber später, aber nicht jetzt, oder? Nee. Siehst du, jetzt kann er aber seinen Movement Speed mit Mana erhöhen, was viel wichtiger ist als Heilung, ne? Das ist kein Movement Speed, das ist eine Attacke. Das ist ein Power Dash. Noch besser. Das Blöde ist, dass ich in einer Linie stehen muss. Warte, Gegner können ich gehe zurück, komm, ich gehe zu dir und dann kannst du mich heilen. Warte, ich drehe mich mal in die andere Richtung. So. Immer so 3 HP. Ja. Das muss ich unbedingt noch stärker machen. Definitiv. Ein geteilter HP-Pool wäre im echten Leben eigentlich ziemlich praktisch. Weißt du, so 4 Leute oder so gehen irgendwo hin, wollen irgendwas machen. Andere 4 sitzen irgendwo anders, davon sind 3 Leute Heiler und heilen sich gegenseitig. Und du wirst dann quasi unsterblich, weil sie sich in Sicherheit die ganze Zeit irgendwie heilen. Oh. Ich würde extra von der Brücke springen, nur damit die anderen wenig HP bekommen. Weg. Heil mal. Ja, hätte ich ein bisschen mehr Mana und Paladin hätte nicht die Mana-Steine weggenommen. Ich hatte zwar noch einen Trank, aber... Halt. Das Mana-Stein! Mana nicht weg. Oh, ah, Mana-Stein. Ich will euch heilen, aber ihr rennt. Red Spikes deactivated. Mich selber musst du ja nicht heilen. Du musst ja nur den da heilen. Die roten Steine waren aber links. Rechts meine ich. Die Spike. Ist egal. Au. Oh. Und haut sie um, haut sie um. Ist noch in Ordnung. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Trank hätte benutzen können. So, stopp. Bleib stehen, Leute. Ich mach das. Ich weiß, wie es geht. Okay. Nein! Oh. Ich hab gesagt, ihr sollt stehen bleiben. Super, danke. Ihr müsst das mittlere aktivieren. Ja. Jetzt. Schade, dass wir Shirt HP machen. Ich würde hier so gerne. Einfach lassen. Ich mach das schon. Würdest ihn so gern tanzen sehen, ne? Ja.